Hallo meine Lieben, im Moment sieht man ja überall diese weißen Sneaker, die mit Sharpies bemalen werden und vielfach auch mit Mandalas. Und deshalb will ich euch heute zeigen, wie ihr ganz einfach in Procreate euer eigenes Mandala zeichnen könnt. Und ich will euch dann auch zeigen, wie ihr andere unebene Sachen, wie zum Beispiel einen Hut, wunderbar beschriften könnt mit der EasyPress Mini. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, einerseits zeige ich euch, wie ihr mit Procreate eure eigenen Mandalas zeichnen könnt. Super einfach. Und dann, wie ihr solche Elemente, wenn ihr das geplottet habt, auf Segeltuch, Schuhe aufbringen könnt und so quasi eure individuellen Drähte habt. Was ich euch auch im Speziellen zeige, ist die Cricut Mini. Warum ich mir die effektiv beschafft habe, weil ich habe ja eigentlich schon eine große Heatpress, aber gerade so, um Sachen auf Elemente aufzubringen, die nicht flach sind, wie eben Schuhe oder Hüte, könnt ihr die wirklich super verwenden und das funktioniert echt wunderbar. Und so könnt ihr eben auch Hüte individuell gestalten. Aber wir starten jetzt zuerst damit, dass wir dieses Mandala in Procreate zeichnen. Um das Mandala zu zeichnen, verwende ich Procreate und damit ihr seht, die Leinwandgröße ist bei mir, habe ich 2048 Pixel mal 2048 Pixel und eine DPI von 132. Ich habe hier im Hintergrund schon das, was ich gezeichnet habe, einfach damit ich mich daran orientieren kann. Jetzt, was ihr als erstes machen müsst, ist natürlich eine neue Ebene anlegen. Und dann geht ihr hier auf das Werkzeug und sagt Zeichenhilfe. Und dann geht ihr auf Bearbeiten Zeichenhilfe. Und da per se Standard wird das 2D-Gitter angezeigt. Ihr könnt dann rüber auf Symmetrie. Und da habt ihr noch Optionen und da könnt ihr sagen, ne, wollt ihr nur ein 4, also ein Quadrant oder wollt ihr es radial? Ich arbeite in der Regel mit einem Radialen. Finde ich für Mandalas eigentlich nicht schlecht. Was auch noch wichtig ist, dass ihr hier die Drehsymmetrie anhabt und das unterstützende Zeichnen anhabt. Und dann können wir auf Fertig drücken. Vom Pinsel her, ich nehme hier ganz einfach einen Fineliner. Ihr könnt ja das nehmen, mit was ihr am besten arbeiten könnt. Was ich auch mache, ich arbeite immer mit Schwarz für die Mandalas oder wenn ich Sachen mache, die ich nachher ausplotten will. Weil da erkennt nachher der Cricut Design Space am besten die Unterschiede. Pinselgröße einstellen kennt ihr, ne? Und jetzt seht ihr dann auch, warum es so super einfach ist, ein Mandala hier drinnen zu zeichnen. Weil, was passiert jetzt? Wenn ich jetzt anfange zu zeichnen, vervielfacht sich das Ganze in den jeweiligen Quadranten. Ne? Das heißt, ich gehe jetzt hier mal kurz ein bisschen rein. Was ich hier will am Anfang, ist so eine kleine Blume zum Starten. Und ich mache es ganz ehrlich gesagt immer so, dass ich neue Ebenen anlege für alles, was ich mache und die dann am Schluss zusammenführe. Ganz einfach aus dem Grund, wenn irgendwo eine Überlappung ist, geht das viel einfacher, um das auszuradieren. Wenn ihr aber eine neue Ebene anlegt, dann ist die per se, dann ist der Zeichnungsassistent aus, den müsst ihr immer einschalten. Also wenn hier Hilfe steht, dann ist der Zeichnungsassistent an. Und dann kann ich weiterfahren und sagen, ne, zum Beispiel hier, und immer wenn ihr drauf bleibt, ne, werden die Kurven ein bisschen schöner. Zacke. Und schon habe ich eine Blume. Nächste Ebene. Wieder Zeichnungsassistent einschalten. Und jetzt gehe ich, machen wir hier so einen Bogen.
Ihr seht, ich habe jetzt hier eine Überlappung. Und deshalb sage ich, es ist viel einfacher, wenn ihr einzelne Ebenen nehmt, weil ich kann jetzt hier einfach radieren. Upsi, ein bisschen groß. Ich kann jetzt hier einfach radieren und touchiere diese obere Ebene nicht, weil es eben auf einer separaten Ebene ist. Darum ist es massiv einfacher. Hier bleibe ich jetzt aber auf der Ebene, weil ich dieses Element noch fertig machen will. Und zwar kommt dann nochmal ein Bogen. Den färbe ich auch aus. Und dann kommt nochmal ein Bogen drüber. Was ihr in der Regel macht, ihr arbeitet eigentlich immer von den vorderen Elementen aus weiter. Das heißt, ihr habt gesehen, ich bin hier von der Spitze von dieser Blume rüber zu dieser Spitze, also so in dem Stil. So, nächste Ebene. Der Kreis ist manchmal ein bisschen tricky, weil ihr müsst hier drüben quasi wieder am selben Ort landen. Bisschen jittery, ne? Muss man manchmal so ein paar Mal probieren. Hier auch wieder Zeichnungsassistent einschalten. Und jetzt will ich hier noch so aus dieser oder in diese Mitte hinein eine Ecke haben. Nächste Ebene. Ihr könnt die entweder so mit den Ecken machen oder ihr könnt auch einen Bogen machen, wenn ihr keine Spitze oben haben wollt. Also je nachdem, was euch besser gefällt. Und jetzt gehe ich quasi zwischen den Blumen weiter. Und wenn ihr denkt, ne, das ist jetzt nicht wirklich filigran, ne, Mandalas sind normalerweise viel filigraner, denkt daran, dass ihr auf eine extrem kleine Fläche geht und der Plotter muss das alles schneiden können. Ich habe am Anfang versucht, noch filigraner zu gehen und das hat per se nicht wirklich gut funktioniert. Also sobald man da wirklich zu filigran ist, dann sieht es dann in der kleinen, also wenn es klein ausgeplottet ist, dann auch nicht mehr so gut aus. Von dem her könnt ihr da ruhig ein bisschen grober arbeiten. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ich da jeweils mache, von wegen, wenn ich drauf bleibe und es dann gerade Linien gibt oder dieses Doppelklicken. Ich habe ein paar Videos gemacht, wo ich wirklich Procreate die App erkläre und ich mache euch da einen Link rein. Da könnt ihr, das könnt ihr angucken, wenn ihr das wirklich zum ersten Mal verwendet. So sieht das, was ich auf meinen Schuh packen will. Wenn ihr gucken wollt, wie das Ganze auf dem Schuh aussehen würde, ihr könnt auch ein Foto von eurem Schuh machen und dann
das hier über hinzufügen, Fotos einfügen, hier einfügen. Ich habe das schon mal gemacht. Jetzt muss ich kurz gucken, was die Außenseite ist. Ich glaube, das ist sie. So. Ich müsste dann schon auf der Ebene sein, die ich bearbeiten will. Ne? So, jetzt kommt ja nur die Hälfte des Mandalas auf den Schuh. Das würde heißen so. So in dem Stil. So würde das dann, also diese obere Hälfte, auf meinem Schuh aussehen. Mache ich das wieder aus. Jetzt, was ich als nächstes mache, ist eben, na, wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, genau das ist es, kann ich hingehen und diese Ebenen quasi alle zusammenfassen. Und dann habe ich dieses Mandala auf einer Ebene. Was ich dann mache, ist, ich dupliziere das effektiv, damit ich das Original noch habe, mache da die Sichtbarkeit von meinem Original aus und werde jetzt auf dem hier, da nehme ich jetzt die Zeichenhilfe weg, da werde ich jetzt die Hälfte von diesem Element ausradieren, weil ich will ja nur einen Halbkreis quasi. Das heißt, ich nehme den Radiergummi und mache hier einfach mal eine Linie. Wenn ich drauf bleibe, wird die dann gerade, ne? Und dann kann ich hier auch den Rest noch ausradieren. Wenn ich jetzt mein Original ausblende und die Zeichenhilfe wegnehme, dann seht ihr, okay, das ist das, was ihr dann auf den Schuh oder was ich auf den Schuh drauf mache. Bei euch sieht das logischerweise anders aus. Aber ihr seht, wie super einfach ihr mit diesen Zeichen, mit dieser Zeichenhilfe wirklich super schöne gleichmäßige Elemente zeichnen könnt. Was ich dann mache zum Exportieren, ich nehme den Hintergrund raus und gehe dann über Aktionen auf Bereitstellen und exportiere das als PNG und speichere das in meinen Fotos, damit ich das dann auf dem Cricut Design Space da auch wieder abholen kann. Was ihr dann im Cricut Design Space macht, ihr geht auf Neues Projekt, Hochladen. Dann wählt ihr das Foto aus eurer Mediathek aus. Dann wird es mir hier so dargestellt und ich kann das hier noch zuschneiden, damit die Größe da auch passt. Also ich lege den Rahmen einfach so herum, wo ich noch Elemente habe. Et voilà. Das passt dann für mich. Ich gehe weiter, weiter und speichere das. Kann ich das nehmen und einfügen. Et voilà, jetzt habe ich meine Schnittdatei, die ist aber, das seht ihr hier mit dem Ausrufezeichen, viel zu groß. Ich habe mir meinen Sneaker angeguckt, einfach hier in der Höhe kann ich auf maximal 3,5 cm gehen und deshalb gehe ich hier bearbeiten. Ich muss das Element auswählen, dann bearbeiten und dann kann ich sagen Höhe 3,5. Und dann sehe ich, das gibt eine Länge von 6,97 und ich habe das abgemessen für mich, das passt auch von der Länge her. Jetzt kann ich dieses Element nehmen, auf Herstellen drücken und dann sagen auf Schneidematte. Dann sehe ich, wie viel Folie ich hier brauche. Da habe ich mir schon ein kleines Stück zurechtgeschnitten aus schwarzer Flexfolie. Das heißt, ich nehme meine Matte. Löse hier die Schutzfolie und gebe
das mit der glänzigen Seite nach unten hier auf die Matte drauf. Sieht jetzt aus, ne, das wird reichen. Hier geht es ungefähr auf 4, ich bin auf 5 und hier geht es ungefähr auf 8 und ich bin auf 9. Das heißt, ich weiß, es reicht. Dann kann ich sagen, weiter. Nur zum Sagen, ne, spiegeln. Es ist zwar Flexfolie, aber bei dem Mandala spielt es ja keine Rolle, weil eh beide Seiten genau gleich aussehen. Von dem her müsst ihr das nicht spiegeln. Beim Material, da müsst ihr das nehmen, was für euch am besten passt. Bei mir ist es das Everyday Iron On. Jetzt sagt der Matteladen. Gebe ich ihm. Und dann sage ich, loslegen. Wenn er fertig ist, sagt ihr euch das, dann könnt ihr auf Auswerfen gehen. Ein kleiner Tipp hier beim Entgittern von so dermaßen filigranen Sachen mache ich sie jeweils so, na, dass ich ein Klebeband nehme, mir da ein Stück abschneide. Und dann wickle ich das quasi um meinen kleinen Finger. Also die Klebeschicht ist außen. Und dann mache ich das einfach so, dass ich das hier am Finger habe. Aber jetzt kann ich hingehen. Ich löse zuerst das große Teil. So, und jetzt geht es um die filigranen Teile. Warum ich das auch so mache, ist, ich kann so sicherstellen, dass ich wirklich alle Elemente habe, weil die so klein sind und nicht fälschlicherweise irgendwas hier drauf hängen bleibt und dann irgendwo auf dem Schuh ist, wo es nicht hingehört. Ne? So. Und jetzt geht es darum, das Ganze noch auf den Schuh zu bringen. Ich habe gleichzeitig zu diesen beiden Mandalas habe ich mir für innen drinne einen Spruch ausgedacht und ich habe hier Addicted to und auf der Seite kommt, ihr erratet es, Creativity. Das habe ich mir auch kurz noch ausgeplottet. Aber jetzt brauchen wir die Cricut Mini, weil das wollte ich euch zeigen, warum ich neben der normalen Cricut Heat Press noch eine Mini habe. Für genauso kleine Elemente. Ich zeige euch dann auch noch, wie ihr zum Beispiel auch was auf einen Hut aufbringen könnt. Aber jetzt erstmal die Cricut Mini Heat Press. Ich stelle die Heat Press jeweils auf eine 2 ein für meine Flexfolie und die ist jetzt rot, wird dann grün, sobald sie genug heiß ist. In der Zeit werde ich das hier noch so ein kleines bisschen zurechtschneiden, weil ich werde hier oben, komme ich ziemlich nah an die Naht heran und auch auf den Seiten und da gucke ich einfach, dass ich entlang des Endes so viel wie möglich von dieser Plastikfolie abschneide. Und was dann auch wichtig ist,
Na, ihr müsst ja hier quasi, weil das ist ja lose und da müsst ihr einen Gegendruck erzeugen können. Ich packe hier jeweils einfach ein Tuch hinein. Guck, dass das so ein bisschen rund ist, da wo ich das haben will. Weil ihr wollt nicht mit den Fingern dagegen drücken. Ne? Das wird, dieses kleine Ding wird richtig schön heiß und da verbrennt ihr euch dran. Von dem her, packt einfach ein Tuch ein, dann könnt ihr hier drauf arbeiten und verbrennt euch nicht. Jetzt platziere ich mir das Element da, wo ich das haben möchte. So will ich das schlussendlich haben. Jetzt muss ich das kurz noch wegnehmen, weil zuerst muss ich hier kurz das ganze Element ein bisschen vorwärmen. 5 Sekunden sind es in der Regel. Guckt einfach, dass ihr nicht, also es ist nicht so schlimm, wenn ihr ganz kurz so ein bisschen ans Plastik von diesem Schuh kommt. Das hier Plastik, das schmilzt, wenn ihr da lange drauf bleibt. Aber ich habe gemerkt, es ist nicht ganz so empfindlich, wie ich am Anfang befürchtet hatte. Trotzdem, ne, solltet ihr da nicht lange drauf bleiben. So, jetzt platziere ich das genau da, wo ich das haben will. Was ich jetzt mache, ich arbeite zuerst. Upsi. Das sollte jetzt natürlich nicht passieren. Bleiben, ne? Ich arbeite zuerst im oberen Bereich und dann nehme ich das Tuch raus und klappe so ein bisschen runter, damit ich hier nicht lange auf diesem Plastik drauf bleiben muss vom Schuh. Das heißt, ich gehe jetzt hier quasi so und jetzt Achtung Finger, ne? Die sollten jetzt nicht mehr in den Weg kommen. Das heißt, ich gehe jetzt so in der Mitte und gucke, dass es da schon mal haftet. Bewege das immer so ein bisschen hin und her und eben darauf achten, dass ihr mit diesem Gerät nicht an die Schuhsohle kommt. Könnt ihr ja gut mit dieser Spitze arbeiten. Ich mache das jeweils so ein bisschen nach Gespür. Ich merke auch, wenn sich die Folie anfängt von alleine, von der Flexfolie zu lösen, also diese Schutzfolie alleine von alleine anfängt zu, von der Flexfolie zu lösen, dann weiß ich, okay, jetzt ist gut. Und was ich jetzt mache, ich nehme das Tuch raus und jetzt biege ich quasi das Ganze hier runter und gehe jetzt so hier auf diese Randelemente drauf, dass ich möglichst nicht das Plastik von der Schuhsohle erwische. Trotzdem hier die Flexfolie schön erhitzen kann. Und am besten geht ihr da wirklich immer schön ein bisschen hin und her. So, ich habe das Gefühl, es ist jetzt haftet gut drauf. Ihr könnt das so ein bisschen anlösen. Wenn sie nicht mitkommt, dann haftet das noch zu wenig und ihr seht es auch ein bisschen der Folie an, wenn sich die Struktur von diesem Segeltuch nicht so richtig abbildet, dann müsstet ihr da nochmal drüber. Ich habe hier so einzelne Stellen und auch hier drüben, also in diesem Bogen, wo ich merke, ah, da ist er noch nicht ganz. Da hat die Hitze noch nicht ganz gegriffen. Muss ich gucken, dass ich das möglichst wieder passend drauf bringe, damit ich dann nicht auf Stellen drauf gehe, wo es nicht mehr geschützt ist. So, jetzt. Das heißt, ich arbeite jetzt hier noch so ein bisschen auf diesem Kreis. Ja, sieht wesentlich besser aus. Und ihr seht, ihr habt hier wunderbar die Folie drauf und die hält jetzt auch. Jetzt bringe ich noch auf der anderen Seite meinen Spruch drauf, damit das dann auch fertig ist.
Also hat eben das Coole an dieser Cricut Mini, er kommt eigentlich an alle Flächen dran und ihr könnt halt mit dieser Spitze extrem gut auch an so Stellen arbeiten, wo ihr sonst nicht super rankommt. Und halt anders als beim Bügeleisen, was eh zu groß wäre, um sowas hier zu machen. Aber da habt ihr ja nicht eine gleichmäßige Hitzeverteilung, was ihr hier habt. Also an dieser Spitze, selbst an dieser kleinen Spitze, habe ich die gleiche Hitze wie auf dem Rest. Und dadurch kann ich das wirklich super anbringen. Das heißt, ich kann das jetzt ablösen. Und das sitzt super drauf. Und so habe ich wunderbar meinen eigens gestalteten Schuh. Und da freue ich mich echt schon, die anzuziehen. Ich finde, die sind richtig, richtig cool geworden. Jetzt zeige ich euch aber noch, wie ihr das Ganze mit dem Hut machen könnt. Auch hier ist es am besten, wenn ihr ein Tuch habt, mit dem ihr hier innen drin quasi Gegendruck machen, Gegendruck erzeugen könnt. Das wollte ich sagen. Dann heizt sich das hier so ein bisschen auf. Bringe das Element möglichst mittig und gerade hier drauf. Ich sage immer, das ist das Schwierigste am Ganzen, dass man A die Mitte trifft und dass es gerade ist. Halte ich das in einer Ecke fest, hier drüben. Und gehe dann ab der Mitte quasi mit der Heat Press drauf. Das heißt, hier wählt euch wirklich jeweils eine erste Stelle aus, wo ihr anfangt. Dann könnt ihr von da aus weiter arbeiten. Seht ihr, die Folie löst sich jetzt schon. Drückt ihr aber nochmal runter, weil ich wirklich sicher sein will, dass das hier auch wirklich drauf haftet. Wenn euch die Folie verrutscht, guckt wirklich drauf. Was ihr nicht machen dürft, ist direkt mit der Heat Press auf die Folie drauf. Also auf die Flexfolie, die darunter liegende Flexfolie drauf. Die schmilzt euch sofort, das erträgt die gar nicht. Und so könnt ihr super auch Flexfolie auf unebene Elemente aufbringen, wie zum Beispiel einen Hut oder eben Schuhe. Und das war auch schon das, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln und auch euer eigenes Mandala zu zeichnen. Ich werde euch den Link zu Procreate auch am Schluss noch reinstellen, damit ihr das mal angucken könnt, wenn ihr bisher dieses Programm noch nicht verwendet habt. Ich kann es euch wirklich empfehlen, ist nur $20 und ist echt super zum Zeichnen. Die ganzen Materialien ansonsten, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept up.